Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen mal wieder The Forest. Mittlerweile Tag 22. Und ja, was ist passiert? Falle wurde ausgelöst. Ich habe schon ein bisschen Holz gesammelt. In der Nacht, weil ich nicht so früh schlafen gehen konnte. Ah, ich kann ja nicht rüberspringen. Dann habe ich ein paar Bäume gefällt. Das war wohl ein Fehler. Ah. Mit Leiche. Fantastisch. Ich dachte, weil in der Nacht habe ich gefroren. Ich dachte, der hat sogar eine Taschenlampe gehabt. Schauen wir mal an. Ich dachte, ich habe dann so ein komisches Geräusch gemacht. Das klang so wie so ein Grummeln, so als ob man so... Oh, als ob der, weiß ich nicht, Magenschmerzen hat oder so. Gut, finden wir hier schnell mal auf der schnellen Ast, oder? Weil der verbrennt ja ganz kurz. Das dauert ja auch wieder einen Moment. Da haben wir ein Ästchen. Passt. Vielleicht war noch eins. Die kann man immer gebrauchen. Habe ich das gesammelt, eingesammelt? Hoffen wir mal. Ah, da liegen noch Baumstämme. Genau, letztes Mal haben wir uns ja auf die Suche nach dem Topf begeben und keinen gefunden. Mir ist eingefallen, hier gegenüber ist doch eine Höhle. Da wollte ich jetzt, glaube ich, gleich mal reingucken. Eigentlich möchte ich es nicht, aber... Ich weiß nicht, Dunkelheit... Ein beschissener Speer. Ich weiß nicht, ob ich da runtergehen sollte. Ich habe ja gespeichert. Also zur Not lade ich einfach. Morgen bringen wir die auch nochmal rein. Was auch noch cool war die Nacht, war... Oh, die sind durchgefallen. Scheiße. Scheiße! Bleib mal schön hier. Und zwar hatte ich das Tor offen. Und ich bin dann halt nachts rein, habe hier die letzten beiden... Hat sich die vermehrt? Wo kommt der andere her? Naja, ach, da liegen auch welche. Er wird langsam hier einfach reingeballert. Hab dann die Tür zugemacht, hab die letzten Baumstämme hingelegt. Auf einmal war hier ein Kaninchen mit drin und eine Echse. Geil, dachte ich mir. Klack, klack. Und zuvor, hier an dem Baum... Hier habe ich einen Baum gefällt. War das der hier? Auf jeden Fall hier zwischen den Ästen waren, oder den Wurzeln, war halt jemals eine Echse. Eine habe ich auf jeden Fall gleich erschlagen und die andere hat sich hier komischerweise, hing da einfach drin, habe ich auch noch gekillt. Alles killen. Kriege ich nicht mit, was immer du bist. So, snacken wir mal eine Runde. Und dann schauen wir da mal runter. Was sagt die Sonne? Die Sonne ist noch nicht auf dem... Die Sonne ist noch nicht auf dem Zenit. Ich glaube, ich habe noch Echsenfleisch dabei. Hier oben auf jeden Fall ist kein Platz mehr. Haben wir es hingelegt? Haben wir hingelegt? Ach komm, das Geld, das Essen schmeckt besser, wenn es mit Geld verbrannt wurde. So. Gucken wir nochmal kurz hoch. Ja, die Einrichtung, die kommt nach und nach. Ob ich das hier nochmal abreiße, weiß ich nicht. Ich brauche da einfach irgendwie Platz, wo ich die Äste loswerde, weil die brauche ich definitiv irgendwann wieder. Meine Idee war noch, ich habe nämlich festgestellt, als ich mal Besuch hatte, hier, dann steht er nämlich parallel da und ich kann ihn nicht beschießen mit meinem Bogen. Darum dachte ich mir, dass ich jetzt hier vielleicht nochmal... Oh, die Feder, 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 Feder. Feder, bleib hier. Dass ich einfach hier links nochmal eine Plattform baue. Ich weiß nicht, ob ich mit Hängebrücke mache. Aber kann ruhig ein Tuck höher sein. Dass ich dann halt die Feinde ja von der Seite vielleicht beschießen kann. Können wir nochmal gleich gucken. Plattform, 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 Plattform. Es ist so eine Art Türmchen, könnte man sagen.
Ich schon dran vorbei? Gab's doch. Gab's das nicht als fertig? Nee, gab's nicht als fertig. Ach doch, hier Plattform, Mensch. So, könnte man das jetzt wieder geil von hier oben ein bisschen drehen? Vielleicht ein bisschen höher machen? Zack. Bin gerade in der Luft. Hüpfe mal zurück. 25. So, ist ein bisschen schief. Ich krieg's nicht gerade hin. Ich hasse es. So, können wir jetzt davon... Ich will mal eine Hängebrücke haben. Können wir von da jetzt eine Hängebrücke... Warum geht das mit der Hängebrücke nicht? Ich will eine Hängebrücke. Oder geht das nur bei Baumhäusern? Ach scheiße, unser Essen, verdammt. Wird noch schwarz. Ist schwarz. Toll. Haben wir hier irgendwie fertige Echsen oder irgendwas, was ich jetzt essen kann? Getrocknet, getrocknet. Oh, reiner. Wasser haben wir auch noch. 85%. Ich habe gerade nicht getrunken. Na, wahrscheinlich durch die Nahrungszunahme gleich wieder Durst gekriegt. Ja, wenn das mit der Hängebrücke nicht klappt. Ach so, die Treppe habe ich verbunden. Auch lustige Geschichte. Ganz lustige Geschichte. Ich habe ja diesen Teil hier unten gebaut. So. Und von dort wollte ich ja weiter. Das hat irgendwie nicht funktioniert und ich konnte auch irgendwie nicht mehr dran setzen. Dann habe ich das halt Zwischending weggerissen. Dann habe ich hier neu gebaut mit dieser Plattform. Und habe dann hier die Leiter runtergepackt, die Treppe runtergepackt. Und sehe, oh, geht nur an dieser Stelle. Scheiße. Na? Dann habe ich überlegt, lässt es sein. Ich habe rumgefummelt und ging nicht. Dann habe ich das einfach so hingestellt, dachte mir, hey, okay, dann haust du jetzt diesen unteren Teil der Treppe weg und machst von da ran bis hier irgendwo die Treppe. Und dann habe ich eine schöne Treppe. Ja, nicht mit The Forest. Jetzt ist das hier ein Teil. So, ich habe den Gebäudeschaden ausgestellt, ich habe losgehackt und dann habe ich das unten hier weggehackt. Auf einmal geht hier die ganze Treppe, ist auf einmal im Arsch. Dieses ganze Stück hier. Keine Ahnung, wie viel Holz das war. War alles kaputt, weil das jetzt zusammenhängt, gilt das wohl als ein Teil. Und da dachte ich mir, scheiße. Das ist scheiße. Ich lad nochmal. Darum bestaunt jetzt mein Kunstwerk die krumme Treppe. Also ich glaube, in echt würde ich es auch nicht besser bauen, ne? Davon abgesehen. Hier das untere Teil ist ja noch ganz geil, ne? Aber jetzt hier muss ich auf diesen Baumstumpf. Also ist auch eigentlich gar nicht verkehrt, weil die Mutanten oder sonst irgendwie, die Kannibalen, die kommen ja auch nicht sofort drauf hier. Denken sich, Mensch, kann keine Treppe bauen. Doof ist er. Genau, das bin ich. Aber ich komme hier hoch mit ein bisschen Hüpfen und könnte dann von hier oben weiter beballern, wenn sie da hinkommen sollten. Und ja, darum sieht sie hier auch ein bisschen krumpelig aus, weil die leichten Schaden zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob man dann später nachträglich noch die Teile wieder reparieren kann. Habe ich noch nicht versucht. Weiß ich leider nicht. Warum sind das 40 Baumstämme? Sind noch 25. Sammeln 40 Baumstämme? Warum 40? Hm? Ah ja, stimmt. Der hat dir doch was nicht angezeigt, dass er irgendwas nicht fertig... Ach ja! Habe ich auch vergessen zu zeigen. Das ist so... Ich habe abgeschlossen. So aus der Laune heraus passiert die Idee, dass natürlich hier unten wenig Befestigung ist. Und ich kann ja hier keine Piken dran bauen. An den Fundamenten. Wie ich es halt oben gemacht habe. Dann habe ich jetzt einfach diese Panzersperren hier. Keine Ahnung. Das sieht aus wie für mich wie eine Panzersperre. Vielleicht ist es einfach eine Kannibalensperre. Ja, darum brauche ich auch noch Holz. Die habe ich hier ganz vergessen. Ja, aber wie gesagt, soweit zu den Bauprojekten. Fallen stehen hier unten noch. Fleisch haben wir auch. Hast du Glück? Dann lauf. So. Gut. Der hat schon wieder Hunger, der Typ, fast, ne? Gut, aber Wasser und Trinken haben wir dabei. Wir gehen jetzt in die eine Höhle. Pfeile haben wir auch.
Ah ja, und hier wollte ich eigentlich auch anders weiterbauen. Ich wollte hier noch eine Wand vorsetzen, weil vielleicht hüpfen sie über den Stein und dann hier drauf. Und auf diesen Zwischenteilen hier vorne, hier so längs, auf dieser Länge, wollte ich ein Dach machen. Aber wenn ich ein Dach mache, dann will er es irgendwie komplett machen. Das habe ich dann auch erstmal sein lassen. Wie gesagt, das ist, weil ich nur unten, dass ich hier hochkomme am schnellsten, nicht außen rumlaufen muss. Und sonst wird primär hier verteidigt. So, die Plattform, dann eine Leiter, Treppe hin, zack, fertig. Ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwas schmeißen, dass ich vielleicht halt Deckung brauche. So. Ja, hier ist schon wieder ein Kaninchen rausgeflüchtet. Hätte ich es eingeschlossen, hätte ich jetzt in Ruhe töten können. Und von diesen Fallen. Also ich brauche mehr Stoff für Seile. Ja, wir brauchen wieder Stoff. Weil ich finde die ganz nette, laufen sie schon rein. Aber das hat ja auch jemanden getötet. Oh nein, scheiße! Ich habe die Leiche vergessen. Wohin? Oh nein, die Knochen sind weg. Die lösen sich ja auf. Oh. Dass die Knochen sich auflösen, ist echt doof. Den habe ich ganz vergessen, den Typen. Weil der ist in diese Falle gerannt nachts, habe ich ja vorhin erzählt. Ich dachte, das wäre mein Magengrummeln. War aber so ein Kannibale. Aufs Feuer gelegt und die Knochen vergessen. Boah, diese Kisten, die immer hier rumschweben. Gesehen, jetzt kann man auch irgendwie. Also, man kann bestimmt auch so. Das ist ja die Wurfhaltung. Vielleicht sollte ich mir mal so ein Speer-Säckchen bauen und dann auch immer hier von diesen guten Speeren. Speeren. Mal welche bauen, dann kann ich sie auch zur Not den Kannibalen in den Kopf werfen. Ja, da steht einer. Können wir uns denn irgendwie gratis wegsnacken? Knochen wären natürlich auch schön, weil wir brauchen ja irgendwann eine Knochenrüstung. Weiß nicht. Ey, warum rennt er weg? Sehe ich ihn jetzt nicht mehr. Aufpassen, dass wir nicht in eine Falle laufen. Und das weggeräumt. Ey, du Horst! Na gut. Du hast das gerade hingebaut, dann baue ich es ab für dich. Geh die. Es. Geh weg, du Knopf, Kopf. Tuch. Tuch. Brauche keine Köpfe, ich brauche Tücher. Ach komm, snacken wir mal ganz kurz. Ja, es wird langsam Wochenende. Ich bin wieder gut gelaunt. Da singe ich immer manchmal ganz gern vor mir her, obwohl ich nicht singen kann. Oh, Dose. Weil immer wenn ich irgendeinen Schatten sehe, denke ich, es ist ein Kannibale. Oh, wir sind voll, aber nicht voller Tücher. So, jetzt haben die erstmal wieder gut zu tun.
So, wo war die Höhle? Aber wenn ich den töte, dann möchte ich den unbedingt nach Hause nehmen. Das ist natürlich auch wieder echt weit. Dab, 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 da. Dab, 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 da. Verrat mich nicht! Scheiße, sie kommt näher. Nein, nein. Wir müssen kurz da. Gibt es Schleichschaden? Sie hat mich gesehen. Schrei nicht. Haben wir. Oh, Zähne kann man auch aufsammeln. Ja. Dann nehmen wir die. Tap 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 da. Tap 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 da. Hier war die Höhle. Merken. Tap 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 da. Ich weiß nicht, ob die Leichen sich auslösen. Düp 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 düp. Oh, Mädchen, bist du schwer. Hattest du heute schon Menschen gefuttert, hä? Dip, 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 hm? Ach, das ist ein Baum. Dip, 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 dip. Bin mal gespannt, ob man hier diese Tarnklamotten zusammen mit diesen Knochenrüstungen zusammenbauen kann. So einfach immer. Tarnmäßig bin ich ja total ausgerüstet, aber ob ich dann halt eine Tarnung durch einen Knochen ersetzen kann. So, Missy. Super hot, super hot. Yeah, super hot, yeah. Guck mal, sie macht sogar das Bein so. Zack. Nach oben. Nicht, dass die Knochen hier runterfallen. Durchfallen durch das, durch Ding hier. Wollen wir schneller. Wir haben was vor, wir haben Termine. Termine. Oh, können wir mal Fleisch drauflegen, ne? Scheiße, essen. Das wollte ich eigentlich nicht, aber egal. Hm. So ein paar Knochen. Warum denn meine Knochenkiste? Hatte ich keine? Nee. Hä? Das ist eine Fallkiste. Ah, die hatte ich unten! Ah! Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn man so ein weitläufiges Gebiet hat. Düp, 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 düp. Yes! Ah, die Knochen brauche ich auch für den Speer. Stimmt, da hatte ich ja auch ein Speerknochen. Was sagt die Sonne? Die Sonne sagt. Kurz vor Untergang, gut. Hm. Ob sich das noch lohnt mit der Höhle? Na, schlafen gehen können wir eh noch nicht. Ja, ja, in der Höhle haben wir eh kein Tageslicht, von daher ist das Wumpe, glaube ich. Ich riskiere es einfach mal. Oh, warte mal. Ich weiß, ich bin nicht mutig. Aber wenn man speichern kann, speichere ich auch mal. So, was überschreiben wir? Tag 19 überschreiben wir mal. Haben wir Essen noch dabei? Ich weiß nicht, wie groß, und Trinken haben wir auch dabei.
Ich weiß nicht, wie gesagt, wie groß die Höhle ist. Die Ausdauer brauchen wir vielleicht noch mal. Kaninchen, ich habe keine Zeit für dich. Ich weiß, du willst spielen, aber ich nicht. Ach, Äste bin ich voll. Mist. Was für eine Verschwendung. Es wird dunkel. Das geht auch manchmal richtig schnell vom Tag-Nacht-Zyklus, so, ne? Auf einmal dunkel, zack. Nee, ist kein Pfeil. Aber hier war das doch. Das ist schon echt scheiße dunkel. Ich müsste mir mal eine Fackel basteln oder so. Ich sehe nichts. Nee, es ist nach oben. Ist die denn? Die Ausdauer geht ja echt rapide runter. Was macht dieses Geräusch? Ah, unten wird's heller. Sind nicht allein. Schlafen die? Wie tief ist das denn, Alter? Mach dir die... Fuck you! Kann ich Waffen? Nein. Hi. Ich bin's, der Heinrich. Willkommen. Ihr hier auch, ja? Was für ein Zufall, ey. Freut mich. Ja. Ich hab ein Geschenk für euch. Der hängt, der ist gut. Der hängt nicht! Du kleine Drecksau! Geh nach Kannibalhausen! Geh weg von mir! Ich bin nicht zum Anknabbern gedacht, du kleine dreckige... Boah! Der trifft! Bist du tot? Bist du wirklich tot? Für deinen Zahn. Wo ist der andere hin? Der ist tot. Oh, ein Seil. Da ist noch ein Seil. Ist doch an. Wo ist der andere? Was war das? Wo bist du? Komm raus! Lass dich abstechen wie ein Mann! Alter, das hast du gut gemacht. Dafür gibt's jetzt gratis Abstechung hier. Nimm das! Ich mach dich zum Mädchen! Oder zu irgendwas, was du auch immer bist. Oh, scheiße, geh an. Geh an! Ja, wie hoch willst du denn noch? Deine Zähne. Alter, du tickst doch wohl nicht richtig, du Kleiner. Bist du doch wirklich tot? Ja. Mann! Schrei bestimmt wie eine Pussy, ist mir aber egal. Tücher! Tücher! Juhu! Mann, oh Mann, geiles Feeling, dieses Spiel. Oh, ganz viele Koffer mit Tüchern. Also für Seile und Tücher hat sich das schon mal hier gelohnt. Vendetta? Bibeln! Schade. Kann man doch gut verbrennen, besser als Geld.
Warum so viele? Waren hier mal vielleicht Missionare unterwegs? Das sind die Missionare jetzt. Die sind missioniert worden. Was sind diese komischen Geräusche? Kochtöpfe! Kochtöpfe, warum kann ich die nicht mitnehmen? Kochtöpfe, ich denke, ich kann euch mitnehmen. Ich bin an einem Meer von Kochtöpfen. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Oh, Forest, Mann. Hä? Oh, hi. Die Kochtöpfe interessieren mich viel mehr. Wir können Lagerfeuer machen, machen wir auch mal. Einfach ein bisschen Licht dranbringen hier in die Butze. Ja, komm. Ein bisschen Laub verbrennen. Oh, die hat eine Uhr. Armbanduhr gesammelt. Danke, Madame. Ui, da hängt da was raus. I love... Travel? I love travel? Ich nicht mehr, du. Wenn ich du wär. Schade. Ich krieg das, nicht mehr mit. Ja, viel schlimmer sind die Köpfe, ich denke, es gibt doch Töpfe in diesem Spiel. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ja. 1, 2, 3, 4. Ich kann da... Sogar eine Pfanne gibt es. Also zumindest hier als, Modell, aber... Ich weiß nicht, ob... Finde was zu essen. Ich habe Hunger. Ausrüsten. Ah, ich habe eine rohe Echse mitgenommen. Och, dann braten wir uns die mal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Aber hier geht's nicht weiter. Das ist zugeschüttet. Okay, auf jeden Fall drei Seile sind hier unten noch. Das ist ganz gut. Die können wir auch gebrauchen. Können wir oben wieder ein paar Pfeilen bauen. Nice. So, dann trinken wir noch einen Schluck. Und ich sehe gerade, meine Tarnung ist ein bisschen kaputt gegangen. Achso, und Geld kann ich auch nicht mehr nehmen, oder was? Doch. Hm. Hey, immer komische Geräusche. Als ob oben was lang geschliffen wird. Können wir die kaputt machen? Nee. Schade. Hätte sein können, dass es auch Tücher gibt. Alter, hat der eine mich verjagt, da hat sich in die Ecke versteckt. Oh, hier ist wieder aus. Hm. Hä? Da noch an. Kann ich dich mit doof getestet einfach da drauf stecken? Hier? Oh, funktioniert. Wo ist der andere? Da. Fackelig sind in ihrer eigenen Höhle ab. Pff. Ist mir doch Wurst. Seid ihr überhaupt Menschen? Habt ihr Rechte? Ihr habt ja keine Gliedmaßen. Also die zumindest nicht. Oder vielleicht abgesäbelt. Ja, komm. Fach mal an da, das Feuer. Da ist noch ein Gang. Ich trau mich da aber nicht lang zu, denn es ist dunkel. Knochen. So, Knochi, Knochi. Oh, Junge. Fackel doch mal schneller ab. Geht doch. Immer muss ich erst meckern. So. Nice!
richtig arschdunkel hier. Gibt's keine Leuchtpistole? Es ist mir zu ruhig. Ja. Ich. Was ist das hier? Leuchtfackel. Ausrüsten. Die leuchten ja gar nicht. Ah! Kann ich wieder aufheben? Ich will eigentlich gar nicht wissen, was dieses komische Geräusch macht. Das ist doch bestimmt hier sowas wie... Ja, das Vieh mit Händen auf dem Kopf oder so. Ja, da ich nicht weiß, wie ich das bewegen soll. Na, na, na. Wir sind voller Knochen und voller Seile. Ich würde sagen, wir gehen mal. Also, ich bin zufrieden. Also. Ja. Nö, ich bin zufrieden. Ich hab alles, was ich will. Ich hoffe, dass es in diesem Spiel noch irgendwann eine Pistole gibt oder ein Gewehr oder so irgendwie. Weil diese großen Mutanten, der haut mich doch einmal um. Das hier habe ich schon mal gesehen. Das war, als ich hier, habe ich das hier auch schon gesehen? Ich habe damals ja mal ein Testspiel gemacht und hat mir so ein Vieh da irgendwie eine Mauer weggehauen. Nee, da gehe ich nicht mit einem Speer ran. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding besiegen kann. Keine Ahnung. Aber mit Speer und Bogen in der Dunkelheit, auf keinen Fall. Das Vieh ist ja eh blind, das ist komplett im Vorteil. Vielleicht liegt da ein Schatz oder so, ich weiß es nicht. Ach, draußen ist es schon dunkel, ne? Ich hab doch Angst im Dunkeln. Oh, und ich hab Cappuccino. Scheiße. Lauwarmer Capo. Ist nicht so geil. Warte mal. Was macht denn dieses komische Geräusch gerade? Ich möchte weg. Macht da diese komischen Geräusche? Ah, du warst das! Du hast mir Angst gemacht, du scheiß Echse. Das Licht lasse ich mal vor euch. Normalerweise, ich sehe eigentlich genug. Es ist hell genug, aber... Ich weiß... Die Sonne wieder auf? Oh, nee. Ganze Tagesrhythmus ist im Arsch. Scheiße. Ey, das ist Mist. Wenn der Tagesrhythmus komplett durch den Wind ist. Ja, hier liegt nur Holz. Ja, wir können schlafen. Und dann ist es wahrscheinlich schon wieder Mittag. So, speichern. Dann machen wir hier nochmal Tag 22 drüber. Wir haben Hunger und Durst. Ist das schon getrocknet? Knuspert das richtig weg? Oh, ist das hell. Ja, Mittag. Schön. Tagesrhythmus im Arsch. Ah, lecker lauwarmer Cappuccino. Da muss ich es echt so machen, dass ich da mal einen Tag durcharbeite wieder. Und... Das ist ja halt, ich mag es halt nicht, nachts unterwegs zu sein. Ich glaube auch, diese Viecher sind aktiver. Also, da kann ich hier gerade mal ein bisschen üben. Ah, du kleiner!
Du kleiner Baran war das, ne? Habe ich gerade so gestöhnt oder stöhnt was anderes? Ich glaube, diese Höhle hatte mich ein bisschen paranoid gemacht. Oh, sieht alles okay aus. Fallen scheinen da hinten auch noch aktiv zu sein. Ja, ich glaube, dann nehmen wir einfach mal das Holz hier und bauen mal unsere Plattform. Tüdelü. Nebenbei jagen wir ein bisschen. Ich überlege gerade, wie man dieses Vieh nennen könnte. Ach, ist, oh Gott sei Dank. Ach, hier noch eine Waffe. Wo sind die Pfeile? Bei Pfeile will ich schon behalten. Echt doch hierher geschossen. Ja, der war doch hier am Stein, wirklich. Oh, der steckt sogar da im Boden. Ja gut, den anderen finde ich nicht. Ich habe auf jeden Fall zweimal daneben gesammelt. Naja. Lassen wir den Fall mal Fall sein. Er hat mich gesehen. Du kleine Echse, du. Echse snack ich hier am liebsten weg. Gibt's mich so haufenweise. Hey. So, nehmen wir mal das Holz, was hier so rumliegt. Auch wie stark dieser Charakter sein muss, ne? Zwei Baumstämme, zack, komm her. Boom, nix problematisch, komm her. Zack. Oh, schade, ich dachte, rennt rein. Ah ja, und darunter müssen wir ja irgendwie auch nochmal, ne? Wie immer man das machen soll. Keine Ahnung. Ob ich da von oben halt... Oh Gott. Ich überlege gerade, wenn ich da eine Treppe runterbauen soll. So Treppe, so tief wie es geht. Dann Plattform, Treppe, Plattform, Treppe, Plattform. Und dann brauchst du bestimmt 1000 Holz. Und dann kannst du nicht am Rand wegholzen, weil ja das Ganze... Wenn der Pech, dass da runterfällt. Ist mir ja auch schon mal passiert. Treppe, Holz. Treppe, Holz. Das wäre echt ein Mammutprojekt. Also ich glaube, ich baue noch mehr von diesen Vogelkisten. Die sind ja recht häufig. Wenn man keinen Bock zu jagen hat, dann holt man sich einfach ein, zwei Vögel. Kommen mir immer angeflattert. Ach, kann er hier ranfahren. Bom, 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 bom. Nein! Nein, 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 nein. Alter Schwede. Glück gehabt. Oh, wie schnell wir die verbauen. Das ist ja unglaublich, wenn ich die mal so schnell hacken würde. Schon wieder weg. Schon wieder weg. Ihr kleinen Echsenviecher. So, wo holen wir uns mal Bäume? Ah, da kommen wir nicht rüber. Ah, die gebe ich noch mal ein, zwei Tage da, die Seite. Ah, gehst du. Ach ja, it's the forest.
Ach, ich finde mal, hier ist eine schöne Ecke. Zwar auch noch sehr nah bei uns, aber hier habe ich noch nicht Holz gehackt. Boah, das war dolle. Entschuldigung. Ich glaube, wir brauchen sowieso zwei Fuhren. 24 kriegen wir nicht drauf. Ich glaube nur 12. So, zwei Fuhren und haben wir die Plattform. Dann brauchen wir noch keine Ahnung wie viel für die Treppe. Hängebrücke geht ja nicht. Oder vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dafür. Wenn ihr wisst, wie es besser geht, ab in die Kommentare damit. Und könnt ihr mir mal erzählen, wollten die mich bisher vielleicht verarschen? Der eine, der einen Kommentar hinterlassen hat und mein Arbeitskollege. Dass es vielleicht gar keine Kochtöpfe gibt. Weil ihr habt ja gesehen, da waren ja Töpfe. Mit Deckel, wie man es braucht. Was willst du mehr? Aber er hat es nicht mitgenommen. Die rostige Pfanne hätte ich auch noch mitgenommen. Die hätte ich auch noch mal richtig sauber gewaschen. Oh, der ist auch praktisch hier, sehe ich gerade. Weil hier sind ja immer so lecker Bärchen. Knabber. Hier ist ein Stein. Knabber und Knabber. Oh, so lässt sich doch arbeiten, ne? Holzfällen, ein paar Bären snacken. Aber jetzt wird es gleich dunkel. Na, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, oh, ich bin wieder, hab ein bisschen überzogen. Ich versuche hier immer 30 Minuten. Aber ihr wisst ja selbst, manchmal ist da noch kommt noch irgendwas dazwischen. Oder bei anderen Spielen kann man halt das nicht so beeinflussen. Wenn nochmal eine Cutscene kommt, kommt eine Cutscene. Darum, ja, jetzt wenn es dunkel wird, werde ich Schluss machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da am besten. Ein Like wäre auch gut. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.